Pinguine FanTV. In der ersten Drittelpause des Spiels Krefeld-Pinguine gegen die Eisbären Berlin. Noch keine Tore, 0:0 steht es aktuell. Die Eisbären haben aber noch gute 38 Sekunden Überzahl in Drittel Nummer 2, mit dem sie ins Spiel gehen werden. Bei mir Anke Bückels von der Sparkasse Krefeld. Und während bei Toren gespart wird, diskutiert man ja im Moment so ein bisschen, Frau Bückels, bei Niedrigzinszeiten macht das überhaupt noch Sinn zu sparen? Vor allen Dingen auch für die ganz Kleinen. Also ich weiß, ich habe früher immer so ein kleines Sparbuch gehabt, da ist jetzt nicht mehr viel drauf. Aber wie sieht es denn aus für diejenigen, die jetzt noch sparen wollen? Macht das noch Sinn tatsächlich? Hallo Herr Lach. Ja, natürlich kann ich als Banker oder Sparkessler nur sagen, die Zinsen sind nicht prickelnd, das wissen wir alle. Aber insbesondere die Kinder in unserem Knacksclub sollen ja herangeführt werden. Die schauen auch noch nicht danach, wie viel Cent oder Euro werden gut geschrieben, sondern die freuen sich, wenn die zweimal im Jahr zur Sparkasse kommen können, zu den Knackstagen, ein Präsent überreicht bekommen, Geburtstagspost von uns bekommen und auch dann nochmal ein tolles Geschenk abholen können. Und ja, den Knacks-Comic, den kennen Sie ja auch, den gibt es seit über 40 Jahren. Der wird auch heute immer noch gerne bei uns abgeholt. Alle zwei Monate gibt es da ein neues Heftchen. Also immerhin Rendite in Form von schönen Aktionen und Rabatten, die mit dabei sind. Und der Weltspartag ist ja am 30. Oktober jedes Jahr. Aber für den 23. Oktober haben Sie sich von der Sparkasse noch was Besonderes ausgedacht. Ja, am 23. Oktober startet eine ganze Woche an Knackstagen. Das heißt, wir laden all unsere Knackskinder und die, die es gerne noch werden können und wollen, ein, sich nicht nur eben ein schönes Präsent abzuholen, sondern weil der Weltspartag mit in diese Woche fällt, haben wir auch noch ein ganz besonderes Gewinnspiel. Da kann ich dann schon mal verraten, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Die Gewinnerkinder, die bekommen Eintrittskarten für sich und die ganze Familie, sprich Eltern und auch Geschwisterkinder dürfen mit in eine Vorstellung des Weihnachtszirkus. Na bitteschön, also sparen lohnt sich doch noch, zumindest wenn man Mitglied ist im Knacksclub oder ganz besonders dann für die ganz Kleinen, sagt Anke Bückels von der Sparkasse Krefeld. Und bei der Sparkasse Krefeld gibt es natürlich auch in allen Filialen mehr Informationen zur Knacks-Sparclub-Woche vom 23. bis 30. Oktober. Dankeschön Frau Bückels und euch gleich viel Spaß in Drittel Nummer 2. Pinguine gegen die Eisbären aktuell noch 0:0.